Hi everyone, welcome to the Küchenschmiede. I'm Kate and today we're going to be making homemade raspberry vinegar. I mean, does that sound good or does it sound good? That is something really, really special. I use it in a lot of recipes. I use it as one of my special ingredients for my dressing, salad dressing, and it's something that you can take as a present to friends and give to them that they really, really like. Let's have a go. Hey Leute, heute machen wir Himbeeressig selber gemacht. Das ist eine geniale Sache und eine Zutat, die nicht in der Küche fehlen darf. Ich benutze es wirklich in viele Soßen, um einfach einen besonderen Kick zu geben. Und das ist auch eine geheime Zutat in meinem Salatdressing. Also wirklich sehr einfach und sehr gut nachzumachen. Und er hebt ewig und drei Tage. Also dreiviertel Jahr, ja, auf jeden Fall, wenn man das in sterile Flaschen dann auffüllt. Also ich würde sagen, legen wir einfach los. So, are you ready? Off we go! What do we need? Wir brauchen unser Zucker, weißer Zucker. Einfach reinleeren. Unser brauner Zucker. Wupp. Auch rein. Dann unser Himbeeressig. Haben wir gleich, aber ihr müsst noch ein bisschen warten. Unser Balsamico-Essig, unser weißer Balsamico-Essig. Es braucht eine Weile, bis das alles raus ist. In der Zwischenzeit können wir unser Kochfeld einschalten. Unser Bora-Kochfeld. So. Jetzt. Und jetzt tun wir erstmal gucken, dass wir das Ganze kurz zum Kochen bringen. Und deswegen, ihr müsst wirklich dabei bleiben, weil da einfach Zucker drin ist und das nicht wenig. Und ansonsten wirklich, ihr wollt keine klebrige Masse auf euer Kochfeld haben. Glaubt mir, ich habe das schon mal gehabt und das war nicht so witzig. Dann sind wir gleich soweit. Und dann unsere gefrorenen Himbis. Einfach rein, wenn sie reingehen wollen. Upsa, jetzt. Super duper. There you go. So. And now, stir it, stir it, stir it. Umrühren, umrühren, umrühren. Okay, ich habe jetzt relativ hoch. Und die waren auch gefroren, deswegen ist okay. Und wir kochen das jetzt auf aus dem einfachen Grund, ich möchte das püriert haben mit meinem Stabmixer. Und wenn sie weich sind und wenn das alles ein bisschen aufgekocht ist, ist es einfacher. Und dann müssen wir sie reduzieren lassen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Also wie gesagt, das ist Pille-Palle einfach, Leute. Nichts für Kinder wegen dem Zucker und wegen, dass es wirklich boller heiß sein kann. Oder ist, nicht nur kann, sondern ist. Aber definitiv ein Zutat, ein Muss-Zutat für die Küche. Definitiver Muss. Also jetzt hat es eine Weile, oder nicht eine Weile, ein bisschen aufgekocht. Und jetzt tun wir es pürieren. Ich püriere das immer lieber am Anfang als am Ende, weil da habe ich mehr im Topf und es ist dann einfacher dann zum Pürieren. Wenn ich dann weniger Flüssigkeit im Topf habe, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Und auch noch dazu, das ist ja wirklich heiß. Also, tun wir mal geschwind pürieren. Und es ist echt wichtig, dass ihr höhere Topf nehmt, weil sonst spritzt es raus und glaubt mir, das brennt wirklich. Und den Essig, der steigt mir echt in der Nase gerade. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich heftig. Und ich liebe Essig. So. Das muss jetzt reichen. So, und jetzt ist das wichtig, jetzt nochmal aufkochen lassen und dann circa 20 Minuten. Ich habe das schon mal für 30 Minuten aufkochen lassen, also einfach vor, nicht kochen, sondern köcheln lassen, reduzieren lassen. Wenn man das zu lang köcheln lässt, dann wird es richtig
dick, richtig, fast zu dick. Man kann es dann immer verdünnen mit Wasser oder sowas, aber das ist immer schöner, wenn man das so beim richtigen Konsistenz hat. Also ich würde sagen, vielleicht nochmal 15, 20 Minuten, gucke ich einfach mal immer dann danach und dann können wir abfüllen. Oder nicht ganz, wir müssen erst mal durch das Sieb durch, aber 20 Minuten, 15, 20 Minuten und dann. Also, dann rühr mal. Right, wir sind fast fertig. Unsere Mischung ist jetzt, ja, 15 bis 20 Minuten hat gekocht. Und das Einzige, was wir machen müssen, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gleich einfüllen in die Flasche rein. Aber ich mag diese blöden Körner nicht vom Himbi oder wenn man dann ein Erdbeeressig macht, mag ich die überhaupt nicht in meinen Essig rein. Deswegen tue ich sie durch ein ganz feines Sieb durch. Und es ist wichtig, ein ganz feines Sieb, weil wenn ihr das durch ein grobes Sieb macht, dann könnt ihr es lieber nochmal machen. Deswegen ein kleines, feines Sieb. Deswegen gießen wir es einfach rein. Und der ist jetzt auch ganz schön dick, so wie es sein soll. Und ich muss es immer auf zweimal machen, weil es sonst nicht rein geht. Und ich tue es immer, wirklich, wirklich, wirklich immer in ein Gefäß, wo man das gut rausgießen kann. Also hier den unteren, weil dann muss ich damit dann die Flaschen füllen. Also ein guter Tipp. So, jetzt läuft er langsam durch, dass einfach mal dick ist und das ist eigentlich gut. Und ihr müsst immer dran denken, das Zeug ist immer noch heiß. So, ein bisschen Geduld braucht man auch. Wir sind fertig. Das ist unser geniale blutrote Himbi-Essig. Selber gemacht. Der schmeckt der Hammer. Ein kleiner Tipp, nicht nur in Soßen oder Salatdressing oder, sondern auch auf meinem Vanilleeis. Das schmeckt ja genial. Einfach ausprobieren. Es ist wirklich zum Empfehlen. Nicht vergessen, unser Kanal zum Abonnieren hier unten. Und auch Rezepte sind auch hier unten auf unserer Website. Also, bis nächstes Mal. Tschüss, ciao, bye bye, ciao.